Okay, front squat. Daarna een push press. Daarna een clean front squat jerk. Clean dead pull. Bent over row. Behind the neck press. En Russian twist. Dat is de accessory. Ja. Und wieso hast du Front Squats am Anfang aber? Ich habe es amigs zuerst drauf, wenn es zum Beispiel sehr schwere sind. Okay. Habe ich es amigs zuerst drauf, damit ich es schaffe. Okay. Aber ist nicht. Und einfach auch, dass wenn ich zum Beispiel, also ich glaube es ist aus dem Grund, wenn ich dann, also weißt, wenn ich unter Ermüdung dann trotzdem noch muss lüpfen, ja, ist dann wie einfacher, wenn ich ja nicht ermüdet bin. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, ja. Aber ist es so, dass du im Front Squat gegenüber von anderen Übungen schlechter bist? Weißt du, das wie erste Übung, Hauptfokusübung, ja, oder? Jo, ja, bist auch nicht so gut im Front Squat. Aber ich auch mit Back Squat zuerst. Ja. Okay. Also Squat kommt eher am Anfang, aber. Jo, ja, meistens. Also eine ganz lange Zeit habe ich Squats immer am Anfang gehabt. Und jetzt habe ich es so ein bisschen gemischt. In den Bahntrainings ist es am Anfang, am Anfang ist es am Schluss. Okay. Ich glaube, das L wäre wahrscheinlich ein bisschen zu gross. L wäre zu gross. Ja. Gell? Ja. Aber wenn du sagst, hey, ich hätte lieber den Blau mit einer anderen Druckfarbe oder den Grau mit einer anderen Druckfarbe, das können wir alles machen. Das dann wäre es wie so, mit Rot innen, aber zum Beispiel könnte ich sagen, das will ich auch. Oder was? Genau, so genau. Also die Druckfarbe. Die Druckfarbe ist das da. Dort. Genau. Bist du schon von Anfang an so groß? Nein, vorne waren wir in Witzke. Ah. Und dann sind wir erst seit jetzt 2,5 Jahren lang. Okay. Eben, ich habe nämlich noch so einen Kopf gehabt, was ich von Metzger sind. Ja, genau. Und dann habe ich aber die Adresse gegoogelt und habe gesehen, dass es da ist. Der Unterschied zwischen den, ich sage jetzt, anderen Stangen und unseren Stangen, das ist unsere Weightlifting Bar, das ist unsere Multisports Bar, sagen wir mal. Eben, sie hat zwei Markierungen, Weightlifting, Powerlifting. Das sind beides Damenstangen und sind 25 mm im Durchmesser. Gleich zu einer Herrenstange 28 mm. Ja. Der innere Abstand ist genau gleich wie auch bei einer Herrenstange. Dort, sonst geht es nicht mit dem Squat-Track. Also die Griffbreite ist genau gleich. Was der Unterschied ist zu einer Herrenstange, ist das Leaf aussen dran. Der ist bei einer Herrenstange einfach länger. Mhm. Und dadurch hat die Stange ein bisschen schwer. Unsere Stangen haben immer ein Nadellager drin. Es ist wie so ein Büchsli, da hat es wie eine Nadel drin, so längere Nadeln. Und dort drauf dreht eigentlich die Stange drin. Ja. Auf diesen Lager. Wenn man das mit der Powerlifting-Stange vergleicht oder mit den Standard Rope Bars, dann ist nur ein Gleitlager. Mhm. Das heisst, es ist wie ein Büchs und die Stange liegt einfach in dieser Büchse rein und es dreht dort drauf. Mhm. Es wird nicht unterstützt im Drehen, es ist einfach das Fett, das zwischen diesen zwei Metall ist, dreht es quasi mit. Ja. Dann aber sein, dass das Fett ein bisschen ausgeht und mit der Zeit nicht gleichmäßig dreht. Oder auch der Spin ist nicht schön gleichmäßig wie bei einer nadelgelagerten Stange. Mhm. Im Gewichtheben ist meistens nadelgelagert oder eben ein bisschen ein Mix. Es ist eigentlich immer ein bisschen ein Mix aus beiden. Aber Nadeln haben halt eine schönere, flüssigere Spin. Ja. Das wäre jetzt Powerlifting oder unsere Powerlifting-Stange. Das ist schon ein bisschen runter, aber dann brauchst du auch nicht eine schöne Spin, oder? Du hast nicht explosive Bewegungen. Bei unserer Multisportsbar haben wir auch Nadellager drin. Es ist jetzt nicht so, dass sie... Okay, also die zwei tun eigentlich gleich. Ähnlich, ja. Ja. Die sind ein bisschen anders gebaut, wie hier. Hier die Stange und das Leaf zusammenhält, ist da ein anderes Prinzip. Und als Knurling, wenn du es anschaust, das ist ein bisschen feiner, im Gegensatz zu dem. Ja. Hast ein bisschen besser Halt, auch mit wenig Magnesium oder praktisch kein. Und da ist halt innen gemacht, eben bei mehr Wiederholungen. Und im Gegensatz zu einer Powerlifting Bar, die ist noch viel aggressiver. Oder? Das ist so ein bisschen. Und da haben wir einen Mix zwischen doch gut fürs Training, Wettkampfstange, die ist ja immer. Die ist fast kämpfig, weil das ist für 6 Lifts gemacht und nicht für, fürs Training. Und da haben wir so einen Mix zwischen doch etwas aggressiver, wieder bei einer sehr vielen Wiederholungen, aber doch noch, dass du noch immer normal trainieren kannst. Das sind so ein bisschen die Unterschiede.
nicht so. Was ist das? Ah, das ist schon nicht so. Das ist eine geile Farbe. Sehr geil. Und jetzt kommt noch das Muster, das richtig geil ist. Das ist so wie es jetzt. Aber. Genau. Und eben früher war da unten noch offen. Das Tor hinten nochmal eine Öffnung und ganz hinten auch nochmal eine Öffnung. Ja. Und jetzt haben wir alles für eine Lage gemacht. Sehr cool, das ist riesig. Auf den Stapler hocken und auf die Tür fahren. Wirklich? Aha. So lustig. Ich bin noch nie Stapler gefahren. Da ist die Bremse. Da musst du immer drücken, dass überhaupt etwas passiert. Wenn du nicht drückst, bewegt er sich nicht. Mhm. Draufstehen. Und nachher, ich habe schon eingestellt, dass er Fürschi fährt. Mhm. Und so kannst du hier Fürschi fahren und dann hier drückst du und fährt er nach hinten rein. Ja? Ja. Ist gegangen. Müssen noch ein bisschen üben, hä? Ja, das wird doch.